Hallo ihr Lieben, willkommen zurück bei Pokémon und ein neuer Orden wartet auf uns. Und deswegen möchten wir jetzt diesen Trainer hier besiegen. Einfach um noch ein bisschen stärker zu werden. Ich strebe nach einem Stil, der klar wie Wasser ist. Ich hoffe, der hat auch nur ein Pokémon. Das geht dann ein bisschen schneller. Wir kommen ein bisschen besser voran. Enzio, oh, der hat sogar drei. Barschuft. Barschuft. Der soll aber kein Problem sein, oder? Und wir kriegen ein Level-Up nach dem Kampf hier. Rasierblatt. Sehr effektiv, wunderbar. Und Level-Up. Sehr, sehr gut. Barschuft. Was krass, wie die EP hier reinhauen, ne? Und... Ciao. Ja, und Azumarill, das hatten wir ja auch mal im Team, ne? So kurzzeitig. Und da würde ich doch sagen, zeig alles. Einfach, weil es so blöde aussieht. Okay, auch besiegt. Und fast wieder ein Level Up, geil. Nach einer Niederlage fühle ich mich als... Könnte ich, weiß ich nicht. Okay, den Effekt habe ich jetzt nicht erwartet. Es macht jetzt auch keinen Sinn für mich. Normalerweise müssten wir, gut, das geht nicht, mit dem nach oben. Ne, müssen wir gar nicht. Fällt mir gerade so auf. Also jetzt nach oben geht er bestimmt nicht, ne? Ne, von Blatt zu Blatt, das funktioniert nicht. Also hier rüber. Und mit dem nach oben. Ah ne, mit dem hier kann ich auch nach oben. Dann sage ich mal Juden Dark. Nichts ist so flexibel wie Wasser. Es dringt durch die kleinsten Öffnungen und verschluckt ganze Landstriche. Ich werde dir meine Macht demonstrieren. Seine Macht demonstrieren. Macht demonstrieren. Ist ja auch egal. Freaky! Gertrud! Antoron! Okay, Entoron. Ein Pokémon der ersten Stunde. Sehr schön. Dann rasieren wir das erstmal. A la Gillette Abdi, ne? Sehr effektiv. Überflutung. So, sind wir ein bisschen nass geworden. Verwandelt sich zu Typ Wasser. Das ist ja interessant. Aber immer noch sehr effektiv. Okay. Und wieder ein Level Up. Mann, das geht ja voll geil hier. Ass-Trainer Gertrud setzt als nächstes Starmie ein. Starmie, das ist die Weiterentwicklung von Sterndu, ne? Ja, Starmie. Starmie, stirb. Geil, die hat hier voll Retro-Pokémon am Start. Das finde ich gut. Schon traurig genug zu sagen, dass es Retro-Pokémon gibt, ne? Was für eine Durchsetzungsvermögen. Du bist mindestens so gut wie... Ich denke mal, der Arenaleiter B... Bastard. Du bist mindestens genauso gut wie Bastard. Ja, aber... Muss ich mit dem jetzt im Kreis fahren? Ich glaube ja, ne? Hopp. Jawohl. Und dann würde ich sagen, checken wir nochmal, ob alles fit ist soweit. Ich denke schon. Gut, die Attacken haben wir nicht so viele, aber mit 6 Pokémon werden wir den ja wohl schlagen, oder? Komm her hier! Oh, da bist du ja schon. Du siehst sehr stark aus. Na gut, fangen wir sofort an. Freaky vs. Benson. Bastard. Boy. Arenaleiter Benson. Karipas. Geiles Pokémon. Finde ich echt cool. Laubklinge. Jawohl. Okay, hat Robustheit. Glück gehabt. Wir werden katapultiert. Wir haben halt nicht so die Verteidigung, ne? Also, oh, es ist sogar sehr effektiv. Oha, du bist nicht schlecht.
Matrifol, Rasierblatt, mach es fertig. Nein, kein Übertrank. Verdammt, ich hasse es, wenn die Tränke einsetzen, ne? Fühlt man sich mal so siegessicher und dann das. So, noch ein Rasierblatt. Feierabend. Was hast du von deinem Trank? Jetzt werde ich richtig wütend. Richtig wütend. Karibas wurde besiegt. Ja, machen wir ihn noch stärker. Waylord. Nein, wir bleiben. Den machen wir gleich platt mit einer Laubklinge. Hau rein. Ich bin auf sein Special-Wasser-Pokémon gespannt. Oh, das hat aber auch Energie hier. Sehr schön. Und Level 50. Ja, unser erstes Pokémon Level 50. Nenn doch noch Matrifol, das hätte ich ja nicht gedacht. Blättersturm. Ja, eine Attacke vergessen. Die Kreuzschere, ne? Wir gehen komplett auf Pflanze, würde ich sagen. Oder das Rasierblatt weg. Ja, machen wir so. Das hat er nur hier, Stärke 55. 1, 2 und schwupp, Matrifol Rasierblatt vergessen und... Er lernt Blättersturm. Apokalyp. Ah, das hatten wir doch schon mal, ne? Das wird wahrscheinlich Level 52 sein oder so, 51? 51. Eine Zwickmühle, es gibt keinen Ausweg mehr. Doch, ich spüre die Energie. Weiß ich nicht, glaube ich. Okay, Blättersturm. Blättersturm. Apokalyp. Naja, der Kampf ist so gut wie gewonnen, würde ich sagen. Spezialangriff von Matrifol sinkt stark. Hat er eine Beere dabei, oder was? Ja, tatsächlich. Oh nein, Böen. Matrifol, Blättersturm. Los, hol uns diesen Orden. Komm schon, komm schon. Das ist sehr effektiv. Apokalyp. Arena-Leiter Benson, ich bin beeindruckt. Feines Pokémon-Team hast du dir da zusammengestellt. Du siehst nicht so sehr stark aus. Nein, du bist es auch. Du siehst nicht so sehr stark aus, du bist es auch. Ich wäre vor Schreck fast umgefallen, aber jetzt weiter im Programm. Du hast mich aus der Bahn geworfen, dass ich beinahe vergessen hätte, dir das hier zu überreichen. Bensons Bastard Boy Orden. Geil, wir haben alle Orden. Den Wellenorden. Das ist der Wellenorden. Dieser Orden gibt es erst seit kurzem in der einen Region. Ist der nicht hübsch? Jetzt, wo du alle 8 Orden hast, gehorchen dir auch alle Pokémon. Jetzt bekommst du auch eine TM von mir. Siedewasser. Die Attacke Siedewasser ermöglicht es dir, Gegner Verbrennungen zuzufügen. Und wenn eins deiner Pokémon eingefroren ist, kannst du es mit ihr wieder auftauen. So, ich gehe jetzt eine Runde schwimmen. Folge mir, wenn du kannst. Kann nicht. Ich kann nicht. Ich habe keinen Surfer oder so. Und schwupp, raus aus der Arena. Schön gemacht, wieder schön aufgebaut, dass man da direkt dann schön rauskommt. Mag ich sowas. Hoppa. Moment, nur halt für den Fall, dass Raid sich mal wieder messen möchte, ob er bereit ist, gegen Team Plasma zu kämpfen. Machen wir mal lieber so. Ich habe es geschafft. Benson ist schwimmen gegangen. Das stimmt. Siehst du, da wartet er schon. Wow, du hast es geschafft. Jetzt gehören auch der letzte Orden dir. Du bist wirklich unglaublich. Eigentlich wärst du jetzt reif für die Pokémon lieber. Aber vorher müssen wir uns um Team Plasma kümmern. Hallo, meine Freunde. Dieses Team Plasma, von dem ihr da gerade geredet habt, was sind das eigentlich für Kerle? Dieser Lumpen von Team Plasma haben das Pokémon meiner Ach, was sag ich. Sie haben die Pokémon unzähliger Menschen gestohlen. Ihr Plan ist es, die Herrschaft über die eine Region an sich zu reißen, indem sie das Land ins Eis hüllen, mit denen es nicht gut Kirschen essen. Hast du wirklich noch nie von ihnen gehört, Benson? Also, das höre ich zum ersten Mal. Das Meer ist mein Zuhause, solche Dinge interessieren mich normalerweise nicht. Aber ich bin immer offen für Neues, genauso wie der weite Ozean, der das Wasser aller Flüsse mit offenen Armen empfängt. Ihr denkt also, dass Team Plasma von Grund auf böse ist, richtig? Nein. Aha, und trotzdem kämpft ihr gegen diese Leute. Ich rate euch, euren Zorn in Worte zu fassen. Zuerst mal für euch selbst. Dann werdet ihr besser verstehen, was ihr eigentlich erreichen wollt. So, genug geredet.
Ist dieser Kerl nur naiv oder scheut er sich vor Verantwortung? Aber so leicht lasse ich mich nicht entmutigen. Nicht solange Team Plasma da draußen noch sein Unwesen treibt. Nehmen wir alle unseren Mut zusammen. Lass uns zuerst herausfinden, wo Team Plasma herumtreibt. Ja, das hört sich nach einem Plan an. Am besten teilen wir uns auf. Du, nimm du dir Route 22 vor und ich geh irgendwo hin, wo wir schon mal waren. So, perfekt. Was, krieg ich dafür keinen Orden? Abiday City war früher ein Geheimtipp unter Urlaubsfreunden. Aber ich finde es gut, dass ich jeder mehr Leute bekomme, der mal überlebt habe. Im Ernst jetzt? Dein Waylord wäre Surfer? Der Wahnsinn, du hast meinen Respekt. Also du und dein Waylord, ihr schwimmt wirklich auf der Erfolgswelle, nicht wahr? Ich? Also ich bin ja positionierte Nichtschwimmerin. Die große Wellen mache ich da eher nicht. So, bitte einmal die Pokémon nehmen. Danke. So, lass mal ein bisschen shoppen. Hallo. Kaufen. Was hast du denn so? Ich weiß gar nicht, muss man hier zu einem. Der hat so Hyperbälle. Davon haben wir welche, ne? Genau, 7 Stück. Top-Trank. Hä, wieso? Top-Genesung. Alle KP eines Pokémon wieder her und behebt alle Statusprobleme. Und der Top-Trank führt die KP eines Pokémon vollständig wieder auf. Ja. So, haben wir ein paar Top-Tränke. Ja, und den Rest brauchen wir gerade nicht. Und der hier drüben hat wahrscheinlich nur irgendwie buntes Briefpapier wieder. Ah, der hat ein paar coole Bälle. Luxusball. Ein behaglicher Ball, der Pokémon veranlasst, nach dem Fang schneller freundlicher zu werden. Na gut. Ein Ball, mit dem man sich Pokémon, die sich im Wasser leben, besser fangen lassen. Ein Ball, der sich besonders gut eignet, um Wasser- und Käfer-Pokémon zu fangen. Und dann seine scheiß Briefe wieder. Nichts Spannendes dabei, muss ich ja ehrlich sagen. Und wir haben alle Orden. Wir rennen. Warte mal, wir rennen hier einfach mit. Ey, lass mich damit in die Reihe. Ringel, Ringel, Reihe. Irgendwie so. Ich komme da nicht so richtig mit. So, ist ja auch egal. Wir haben nämlich alles, was wir brauchen. Da drüben ist eine Insel. Wir surfen da mal kurz rüber. Und eine Trainerin. Was soll das hier? Ja, keine Ahnung, da haben sie vielleicht einfach mal so ein bisschen rumgespielt, was das Design anbelangt. Und Raid ist noch hier unten abgehauen, ne? Und wir müssen vermutlich hoch auf Route 22, ich schätze mal, dass die oben sein wird. So in diese Richtung. Es ist völlig unmöglich, das Meer oder die Natur zu kontrollieren. Es liegt also an uns Menschen und an dem Pokémon, mit der Laune von Mutter Natur klarzukommen. Ja, okay. Hier ist noch eine Bude. Da gucken wir mal rein. Da unten liegt noch ein Item. Schläft man auf einem Flunschlick, sorgt seine leichte statische Aufhellung für einen angenehmen Massageeffekt. Flunschlick, so flach und gar nicht dick. Oh, wie bist du formschön und schick. Leute, ihr müsst mehr sinnvolle Sachen wegwerfen. Das ist unser Credo im Pokémon. Mehr, soweit das Auge reicht. Ja, wenn ich die See sehe, brauche ich kein Meer mehr, ne? Okay, wir holen das Item hier vorne. Herzschuppe! Aber die hier unten, die will doch kämpfen, oder was? Ich habe keine Ahnung. Ein bisschen ungewöhnlich, dieses Dörfchen, in dem wir uns gerade befinden. Hier kommt einfach nie jemand vorbei. Warum auch immer. Moment mal, du bist doch ein Trainer. Gib alles und werde zum Champ. Da kann ich nämlich dabei werden, dass der Champ hier war. Geile Buden, ne? So, dass man unten so ins Wasser gucken kann. Schon schön. Hier lang. Boah, hab ich hier eine Arena oder was? Und. Oh, Skinhead. Yo, du sag mal, hast du einen Mantax dabei? Gib schon zu, du willst einen Mantax gegen meinen Tangolos tauschen, oder? Nein. Auch echt, sollst du dir mal erinnern, schon wieder an Mantas. Mein Freund ist so vergessen aufs Tauschen, dass wir sogar schon Klamotten getauscht haben. Das ist lustig. Ja, Top-Genesung. Ich sag euch, die Mülleimer lohnen sich. Schön. Mensch, das hat doch mal wieder geklappt. Herrlich. Ach ja, was für ein tolles Wetterchen. Wie lange bin ich jetzt eigentlich schon hier im Urlaub? Der Aufenthalt hier ist so eine Wohltat, dass ich den Kopf abgeschaltet habe.
Eine entspannte Veranstaltung wäre jetzt eine willkommene Abwechslung. Ja, Festivalmission. Da drüben geht's lang. Da muss ich, glaube ich, hier runter, ne? Dann hier irgendwo, genau, da hoch? Nein. Ich muss hier zwischendurch laufen. Fies gemacht, fies gemacht. In der Bude waren wir noch nicht. Haben wir dich nicht im Tunnel getroffen? Keine Ahnung. Du da, warte mal kurz. Du bist doch bestimmt so gut und gehst mit meinen süßen Linfu spazieren, oder? Ja. Yeah. Na so, da vertraue ich dir mein süßes Linfu an, also geh schön spazieren. Allerdings bitte ich dich nur hier drinnen im Haus, denn draußen ist es viel zu gefährlich. Wenn Linfu in Freaky Gassi geht, wirkt es dabei recht schwerfällig. Warte mal kurz. Was schreibst du denn da? Ich verstehe, dass du mit meinem süßen Linfu gesehen werden willst, aber das geht doch gar nicht. Oder willst du die Verantwortung übernehmen, falls mein Linfu etwas zugestoßen sollte? Du gehst nur hier drinnen im Haus, mit meinem Linfu verstanden. Ja, wollte ich ja. Ich bin da aus Versehen so ein bisschen hingekommen. So, jetzt laufen wir hier dreimal rum. Zwei. Und drei. Aber das Spiel mit Info hat doch gerade eben erst angefangen. Ich erwarte schon ein wenig mehr von dir. Hörst du? Was? Sehe ich das richtig? Du erwägst ernsthaft, den Spaziergang abzubrechen? Weitermachen. Okay, wir müssen hier weiter spazieren gehen. Vielleicht hilft das ja. Nein, ich will nicht raus. So. Wirkt es aber total leichtfüßig. Es scheint mit dem Spaziergang sehr zufrieden zu sein. Na sowas? Mein schuckiges Linfu sieht ja einmal so fit aus. Ich bin entzückt. Danke, dass du mit ihm spazieren gegangen bist. Das war wirklich sehr nett von dir. Hier ein kleines Dankeschön für dich. Eine Perle. So. Ich werde dich auf nächsten Gelegenheit wieder bitten, mit meinem Linfu spazieren zu gehen. Bis bald also. Sehr schön. Haben wir doch mal eine gute Tat vollbracht. Am Ende dieser Folge. Jetzt schnappen wir uns noch das Item hier. Das Protein. Und damit verabschiede ich mich aus dieser Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal bei Pokémon mit Freaky.